meine die Wahrsagerin. Naja, also Untermieterin. Also das war schon mal mehr wohl so eine Interessengemeinschaft, nicht? Er hat ihr Gäste aus seinem Lokal vermittelt und sie hat ihn ihre Klienten in seine Kneipe geschickt. Eine Hand wäscht die andere, wie man so schön sagt, nicht? Er hat ihm Madame Podjewski auch den Haushalt geführt. Madame Podjewski? Ach ja, 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 so hieß sie ja wohl von Berufs wegen, ja. Wissen Sie, wir haben sie schon immer nur die Baronin genannt. Die Baronin? Ja, sie konnte das zwar gar nicht haben. Oh Gott, sie wurde immer fuchsteufelswild, wenn wir sie so genannt haben. Aber es sollte wahr sein, ja, sie soll eine richtige, echte Baronin sein. Eine richtige, echte Baronin. Ja. Frau Pösel, ich glaube, jetzt haben Sie einen Volltreffer gelandet. Eine knappe Stunde später geht ein Fernschreiben von Hamburg nach Frankfurt. An Kriminalkommissar Heinz Florentin, Polizeipräsidium Frankfurt. Betrifft Fall Gespensterreiter. Die Wahrsagerin Madame Podjewski, über die der ermordete Detektiv Schneidewind in Hamburg recherchiert hat, ist vermutlich mit der Baronin von Tannhoff identisch. Wohnhaft Gut Tannhoff bei Neuberg im Taunus. Der schwarze Sportwagen, der am Seemannsfriedhof bei Meldorf stehen geblieben ist, gehört Fräulein Linda Sörensen, Gesellschaftsdame der Baronin von Tannhoff, wohnhaft eben dort. Weidmannsheil, ihr Halden.